Hallo und herzlich willkommen zum Bier um 4. Immer freitags, immer hier ein Feierabendbier. Und diese Woche für euch hier das Kasseler Jubiläumspilz. Gut, wie immer natürlich die Internetpräsenz der Brauerei und das Ganze kommt auch von der Martini-Brauerei. Und zwar haben wir hier Kasseler Jubiläumspilz. Denn es gibt immer einen Grund zum Feiern. Mit Kasseler Jubiläumspilz. In der modernen Martini-Brauerei in Kassel wird unter Einsatz erstklassiger Rohstoffe das Kasseler Jubiläumspilz gebraut, mit dem Kasseler Stadtwappen versehen und verfeinert mit Herkuleshopfen. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot von 1516, wir ja deutsches Reinheitsgebot, ihr wisst es, und Zutaten Brauwasser, Gerstenmalz und Hopfen. Das war's an Informationen hier. Kommen wir zur Flasche. Was haben wir hier? Also, Braukunst aus Kassel, ja, komischerweise mit C geschrieben, wahrscheinlich alte Schreibweise. Martini steht hier noch im Emblem. Gut, Kasseler Jubiläumspilz mit Herkuleshopfen gebraut steht hier drauf. Gut, gut, gut. Sieht so von der Aufmachung eigentlich schon mal ganz nett aus. Rückseite, aber bevor ich die vorlese, zeige ich euch die Flasche an meiner Kamera. Zum näheren Gucken, damit ihr wisst, wovon ich rede. Gut, also Rückseite. Kasseler Jubiläumspilz. Es gibt immer einen Grund zum Feiern. Mit Kasseler Jubiläumspilz, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot von 1516. Ja, gebraut in der Martini-Brauerei in 34119 Kassel. Zutaten, Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen, das ist identisch und wir haben einen Alkoholgehalt von 4,8 Volumenprozent. Gut, das war's. Mehr erfahren wir nicht. Reicht eigentlich auch. Gut, zum Geschmack haben sie sich aber eigentlich gar nicht ausgelassen, wenn ich das richtig gesehen habe. Nein. Also gut, müssen wir selber rausfinden. Also, Flasche auf, gucken, was drin ist. Ja, Plopp nicht vergessen. Jawohl. Und dann rein in die Flasche mit dem guten Tropfen. Hoffentlich guten Tropfen. So, das ist nun also unser Kasseler Jubiläumspilz im Glas. Wir haben eine recht eher strohgelbe, leicht dünne Färbung, leicht goldige Note drin. Ein paar Bläschen steigen auf, das ist ganz nett. Der Schaum hingegen von fein bis mittelporig, ein paar größere Poren sind auch mit dabei. Also ziemlich alles vertreten. Obendrauf, naja, es geht. Hat so ein bisschen eher was von einem sehr, sehr feinen Seifenschaum. Ich glaube auch nicht, dass der sich allzu lange hält, auch wenn hier ein paar Bläschen aufsteigen. Dafür reicht es denn dennoch nicht. Gut, für euch trotzdem eine kurze Nahansicht. Ich hoffe, ihr konntet was erkennen und wir kommen jetzt zum Geruch. Sehr hopfig frisch, also schöne Grasnote drin. Leichte blumige Malzsüße ist auch rauszuriechen. Aber vordergründig haben wir doch hier deutlich eine schöne frische Hopfennote mit einer leichten Zitrusnote dabei. Doch, für mich passt das. Also geruchlich könnte mir das schmecken. Ich bin gespannt drauf, wie es jetzt schmeckt. Von daher kommen wir zum Geschmack. Prost! Ja. Leicht fruchtiger Abgang. Also wenn ich jetzt sage fruchtig, ganz, ganz dezent, also so Assoziationen. Nicht jetzt wirklich fruchtig. Ihr wisst das, glaube ich, inzwischen, was ihr so erwarten könnt, wenn ich das sage. Ja, doch. Schön frischen, schlanken Handtrunk gepaart mit einem, aber doch deutlichen Prickeln auf der Zunge. Noch nicht so, dass es penetrant wäre. Genau noch so im Rahmen, wo man sagt, jo, das passt. Schön erfrischend. Und dann kommt geschmacklich so eine leichte Hellmalzigkeit durch, aber wirklich auch eine schöne hopfenbittere, leichte Herbe. Finde ich gut. Mir sagt das auf jeden Fall auf Anhieb mal direkt zu. Zieht auch so ein bisschen leicht bitter herb nach. Passt. Hält sich nicht allzu lange auf. Dieses leicht fruchtige hat so einen Anklang von Aprikose, das ist wie nur so einen leichten Anklang. Ich schätze mal, wenn man es wärmer trinken würde, würde das deutlicher hervortreten, aber wir trinken Pilz ja zum Glück so zwischen 7 und 10 Grad, je nachdem, was sie
Brauereien so vorgeben, aber sagen wir, das ist ungefähr die Trinktemperatur von Pilz. Würde ich auch gerne so beibehalten. Nö. Ich finde, das sagt mir sehr gut zu. Jetzt so mit Schluck um Schluck wird das zwar ein bisschen träger. Mit kriegen so einen leichten, ja, möchte ich sagen, ja, leicht getreidigen Pelz auf der Zunge, aber ganz minimal nur. Doch, mir sagt das wirklich zu. Ich finde es schön erfrischend, leichte Herbe drin, leicht bitter. Nicht zu doll, nicht zu kräftig. Es ist auch eine gewisse Würze mit drin, nicht zu viel. Leicht hellmalzig, getreidig so da mit dabei. Für mich, ich finde eine gelungene Mischung. Da haben wir es mal wirklich hingekriegt, das nicht in irgendeine Richtung zu übertreiben. Hätte vielleicht hier und da so ein bisschen noch so müde zugekonnt. Ich sag mal, im Großen und Ganzen finde ich aber ein sehr leckeres Bier, kann man gut trinken. Von daher auf jeden Fall von mir eine Empfehlung hier für das Kasseler Jubiläumspilz. Das kann ich definitiv sagen. Und ja, als andere, wenn ihr seht, probiert es mal. Meinung von euch bitte runter in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Ja, und damit war es das für diese Woche mit dem Bier um 4. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihm so ist, Däumchen rauf nicht vergessen. Dann freue ich mich. Ja, und dann hoffe ich, wir sehen uns auch nächste Woche wieder zum Bier um 4. Bis dahin bedanke ich mich nochmal bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.